Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es gibt endlich wieder ein neues Video. Ich weiß, das ist lange her und ich weiß nicht, deshalb startet hiermit sozusagen mein Comeback und ich versuche jetzt wirklich regelmäßig wieder mehr Videos zu drehen. Und ich dachte mir, okay, mit welchem Video könnte ich starten? Und ein Video kam, oder eine Reihe kam immer besonders gut bei euch an und das waren die Primer Calls. Und ich dachte mir, ja, zu Beginn des Herbstes muss ich sowieso shoppen gehen, also kombiniere ich das mal in einem. Und ich muss sagen, ich habe wieder ein bisschen viel gekauft, also es wurden am Ende 3 Tüten und ich frage mich wirklich, warum denn jetzt schon wieder 3 Tüten, Mann! Und auf dem Weg zum Primark habe ich im Zug noch Zuschauer getroffen, wir haben Fotos gemacht und es hat super viel Spaß gemacht und das hat mich einfach nochmal an alles erinnert. Und ja, und die haben mich auch gefragt, die Mädels, drehst du dazu einen Primark-Call? Und ich so, ja, definitiv, das werde ich. Und ja, liebe Grüße an euch. Und ich würde sagen, fangen wir jetzt einfach mal an und viel Spaß dabei. Bluse, die auch etwas Besonderes ist, weil die vom Stil her etwas anders ist als meine normalen Klamotten. Und zwar ist das so eine Bluse. So eine Bluse. Und die hat halt hier so oben ein bisschen Rüschen. Und hier unten halt schon diese weiteren Ärmel, also wirklich so 2 Glockenärmel. Und ja, der Farbton ist halt auch mal sowas anderes. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Und die hat jetzt 13 Euro, sehe ich hier gerade, und gekostet. Und eigentlich dafür ganz cool. So für den Winter. Ja. Heute geht es mit einem Schal. Und dann fand ich den hier ziemlich schön. Der ist einfach rosa, weiß und grau. Und einen Schal kann man immer gebrauchen und die Farben waren halt echt schön. Und der hat nur 5 Euro gekostet, also der ging auf jeden Fall auch mit. Sozusagen im Angebot waren neue Tops und da habe ich mir einfach mal ein graues und so ein gelb-beiges mitgenommen, weil ich von denen nicht so viel habe, also im Beige-Ton habe ich noch keins. Und grundsätzlich habe ich Tops zu wenig, ich weiß auch nicht, aber irgendwie gehe ich die immer suchen. Und jetzt habe ich nochmal 2 neue für 1,80 Euro jeweils und ja. Was ich auch mega schön fand, waren hier diese Pullis. Also das hier ist jetzt einfach ein rosaner Pulli und ich glaube, der ist ein bisschen kürzer, aber mit einem schönen Top drunter. Also der ist auch so ein bisschen größer, also der fällt sehr groß aus und auch die Ärmel sind sehr weit ausgeschnitten. Fand ich den super chillig und wie gesagt, in Rosa. Und ja, fand ich ganz cool. Und ich weiß gerade gar nicht, wie teuer der war. Ach, 6 Euro. Also für 6 Euro so ein kuscheliger Pulli, ganz einfach, finde ich das ziemlich cool. Als nächstes kommt eine Sache, die nicht bei allen gut ankam. Also ich habe halt auch schon die Sache ein paar Leuten gezeigt und bei der Jacke, es ist eine Jeansjacke, waren die Meinungen sehr geteilt. Also ich habe eigentlich, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach eine sehr geteilte Meinung. Entweder man findet es geil oder denkt sich nur so, okay, nicht meins, aber es passt zu dir. Also das habe ich halt auch immer gehört, es passt zu mir und so, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich zum Beispiel finde es geil. Und zwar, ich habe da einfach an einem Regal gestanden, also an einem Ständer gestanden und diese Jeansjacke hier gesehen, ne? Und dann stand hier oben rechts Barbie. Als ich dann die Jacke umgedreht habe, habe ich das hier entdeckt. Oh mein Gott, das ist einfach mal mit Pailletten Barbie geschrieben. Ich weiß, es ist ziemlich ungewöhnlich und hier auch mit den Rüschen, aber ich komme zu euch noch aus der Generation, ich weiß nicht, aber ich habe so viel Barbie-Sachen gehabt, das war so meine Nummer 1. Was ich halt auch ziemlich schön fand, ist, dass sie momentan solche Handcremes haben. Und hier war so ein Dreier-Set, was ich eigentlich auch ziemlich cool zum Verschenken finde. Und zwar auch die Duftrichtung finde ich ziemlich cool. Also das ist einmal Jasmin und Honey, also stelle ich mir ziemlich gut vor. Dann Amber. Amber ist auch immer der Knaller. Und Vanille Absolut. Also eigentlich 3 Nuancen, die ich absolut liebe. Aber ich habe da noch nicht reingeguckt. Aber ich könnte das eigentlich mal tun. Ich bin total gespannt. So bei Handcreme. So für die Handtasche finde ich halt die Form auch ziemlich gut. Ja, ich probiere das dann mal später aus. Ich kriege die jetzt gerade nicht auf. Aber wie gesagt, glaube ich, dass die ziemlich gut sind. Und nicht, aber ja, das ist meine neue Handtasche und ich finde, sie hat auch was ganz Besonderes. Also es ist einfach eine schwarze Umhängetasche und hat dann halt hier solche Blumenmuster
Und ich sehe sie halt super häufig auf Instagram, wenn Leute ihre Jeansjacke tragen mit den Aufdrücken hier. Ach, habe ich mir eine ganz normale blaue Jeans gekauft. Also jetzt nichts Besonderes. Es ist eine High-Waisted Jeans und 11 Euro für Stiefel perfekt. Und das mit was Kuscheligem für die Winterzeit. Und zwar habe ich mir einen Bademantel gekauft. Also ich war mir am Anfang etwas unsicher, will ich mir wirklich einen ganz rosanen kaufen. Aber irgendwie sahen die anderen echt langweilig aus. Kommen wir jetzt zur Room Deko und sie haben erst sehr viele Roségoldene und ich wollte eigentlich so eine Uhr haben, die ich auf Instagram gesehen habe, aber die gab es nicht, was kacke ist. I don't know, aber ich habe sie nicht gefunden. Aber dafür habe ich solche Kleiderhaken für die Tür gefunden und die sind halt im Roségold, was ich einfach nur ziemlich schön finde und die haben nur 3 Euro gekostet und da kann ich wenigstens meine Handtaschen aufhängen. Dann habe ich noch eine ziemlich stylische Sonnenbrille gekauft und zwar hatte ich hier so einen coolen Bügel auch und sieht mal. Ja. Ja, gut, mit dem Bändchen hier, ne? Sehr gut. Sie hat 4 Euro gekostet. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, wenn mal. Also, ich finde, momentan scheint schon viel die Sonne. Da habe ich auf jeden Fall noch Nutzen von. Also, erstmal wieder Socken. Ja, Socken halt. Ne? Ich verliere mal Socken. Ich weiß es nicht. Dann nochmal so ein paar Armies. So diese kleinen. Hier. Ja. 1,50. Und zu allerletzt habe ich noch mattierendes Blotting Paper. Finde ich nicht cool. Kann man euch genug haben. 1,50 €. So, und das waren meine ganzen Sachen, die ich jetzt fleißig geshoppt habe. Ich finde, es sind coole Sachen dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr seid öfter nochmal mit dabei und unterstützt mich dabei, dass ich jetzt wieder neue Videos mache, weil es macht mir, wie gesagt, großen Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuschauen gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal zu meinem neuen Video. Und habt eine schöne Woche. Tschüss!